die deutschen Parasportler des Jahres. Valentin Baus und Elena Sinischin. Gratulation an die Paramannschaft des Jahres und an die Einzelsportler. Es war total nett, also es war eine tolle Alternativprogramm. Es hat uns sehr gefreut, dass wir auch so noch ein Stück weit diesen Erfolg feiern konnten zusammen und hat einen schönen Rahmen geboten, ja. Eine ganz tolle neue Erfahrung. Ich war ja noch nie im Sportstudio und dann natürlich mein Tor, also besser hätte es nicht laufen können. Und Riesenapplaus für Elena Sinischin und die trifft gleich den Ersten. Ist das geil. So. Einige Millionen Menschen haben die Parasportler des Jahres 2021 gesehen. Das war hier schon etwas Besonderes und etwas Großes. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass das ZDF uns diese Bühne gegeben hat. Oh, tatsächlich fühle ich mich sehr, sehr geehrt, weil ich ja schon seit 10 Jahren den Parasport präsentiere und dass ich jetzt dafür ausgezeichnet werde, es kann eigentlich dieses Jahr nichts mehr toppen. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Vielen Dank. Ich habe bei den ganzen Sportlern, die zur Wahl standen, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich es werde. Trotzdem freue ich mich, oder umso mehr freue ich mich, dass ich dann geworden bin. Und das ist einfach so ein schönes Ende für ein perfektes sportliches Jahr. Das ist eine mega Ehre, so eine Auszeichnung jetzt am Ende von dem Jahr zu bekommen. Wir freuen uns riesig als Mannschaft. Das ist richtig, richtig cool. Ja, auf jeden Fall ist es ein totales Highlight. Und ja, das Jahr ist ja fast vorbei und es prägt nochmal schön in Erinnerung. Schade, dass wir nicht die Paragala mit Hunderten von Gästen feiern können. Aber in diesen Zeiten ist alles anders. Vor dem Hintergrund war das hier ein mehr als wunderbarer Trost. Es war ein weiterer Höhepunkt in der Öffentlichkeit für paralympische Athleten. Natürlich ist es viel besser geworden, die Präsenz in den Medien. Aber nichtsdestotrotz ist es noch nicht genügend, gerade wenn es um Live-Übertragung geht von den Spielen, das ist noch ausbaufähig. Deswegen ist es für uns eine große Chance gewesen, den Parasport zu präsentieren. Und ich glaube, das haben heute alle super gemeistert und haben uns als Sportler und als paralympische Mannschaft optimal, ja, vorgestellt, denke ich mal.